Für mich persönlich gibt es 5 Mittel. Ich persönlich nenne sie Heilmittel, mit der größten Wirkung auf den Körper und einige Pharmazeutika. Doch bevor diese gegeben worden sind, sollte sich der Status dieser 5 Mittel erstmal vergewissert werden bei dem einzelnen Probanden. Sie sind Q10, Glutathion, Vitamin D, Alpha-Liponsäure. Und um diese geht es heute auch, um die Alpha-Liponsäure. Richtig, es waren nur 4 statt 5 und eins ist noch auf dem Weg zu uns und auch ins Labor. Wir sind nämlich gerade dran, einen neuen Stoff zu entwickeln, ein neues Produkt bzw. zu entwickeln. Kostet mich 1 Gramm 6,50 Euro von der Substanz. Bald auf vitasomal.de, genug Werbung. Jetzt geht's los. Es gibt die wildesten Theorien über das Übersäuern. Ich habe ebenfalls vor 2 Jahren schon ein Video darüber gemacht. Ärzte reden, es gebe keine Übersäuerung, da der Körper immer puffert und den pH-Wert im Blut ausbalanciert. Zwischen 7,37 und 7,46. Alles unter 7,37 spricht man von einer Azidose, alles über 7,43 von einer Alkalose. Die Nieren regulieren unter anderem den Säure-Base-Haushalt. Doch natürlich gibt es im Blut keine Übersäuerung. Ich meine, wenn, dann bist du wahrscheinlich schon sehr nierenkrank. Aber der Körper muss natürlich irgendwoher auch diese Basen wieder nehmen, damit er es wieder ausbalanciert. Und das wird meistens nicht betrachtet. Ich habe in meinem Video gezeigt, dass pflanzliche Lebensmittel basenbildend sind. Denn das Stoffwechsel-Endprodukt sind Bicarbonate, die Säuren aus dem System entfernen und puffern, da sie reich an organischen Säuren sind. Hingegen bilden Lebensmittel, die reich an schwefelhaltigen Aminosäuren sind, wie zum Beispiel tierische Produkte, das Cystein und das Methionin als Aminosäure genannt, eher Säure im Körper, unter anderem Schwefelsäure. Daher macht es Sinn, wenn man tierisches Protein immer mit reichlich Pflanzen konsumiert, wenn man tierische Produkte isst. Nun gut, mittlerweile bin ich aber der Meinung, dass nicht die falsche Ernährung der Hauptfaktor ist, sondern eine mitochondriale Dysfunktion. Mitochondrien sind die Kraftwerke deiner Zellen. Dort wird aus Zucker Energie gemacht. Aus Zucker, aus Glucose, ATP. Faktoren, die dazu beitragen, dass die Mitochondrien ihrer Arbeit nicht nachgehen können, sind zum Beispiel Umweltgifte, Schwermetalle oder Zuckermast oder Pestizide und dadurch Erschöpfung der Kofaktoren und benötigten Enzyme. Ich möchte die Abbildung einmal vereinfacht darstellen und erklären. Ganz oben ist die Glucose. Diese wird verarbeitet im Zytoplasma, das heißt in der Zellflüssigkeit, in der Glykolyse in 10 Schritten. Glykolyse kennen wir alle noch aus der Schule. Damit du daraus Energie gewinnen kannst, am Ende bleibt dann das Pyruvat übrig als Produkt der 10 Schritte. Aus Zucker wird das Pyruvat in der Glykolyse. Okay? Das muss jetzt weiter in die Mitochondrien gebracht werden, um dort in den Zitratzyklus und in die Atmungskette zu noch mehr Energie veratmet werden. Und jetzt müsst ihr euch den Hauptgrund für eine Übersäuerung erklären, also festhalten. Wenn der Zuckermetabolit, Pyruvat, nicht weiterkommt an Schritt 3, sehen wir hier. Das Pyruvat ist abhängig von Alpha-Liponsäure. Ohne diese geht gar nichts in deinem Körper. Das heißt, wenn eine Störung im Alpha-Liponstoffwechsel herrscht oder Erschöpfung, kann das Pyruvat nicht weiter und wird durch die Pyruvat-Dehydrogenase zu Laktat umgebaut. Man vergärt jetzt den Zucker, so wie Krebs es macht, und lässt Säure im Körper entstehen. Denn Laktat, ja, ist das Salz der Milchsäure, in großen Mengen entstehen lässt. Übersäuerung und Erschöpfung sind die Folge. Da ist auf einmal 16 mal weniger Energie bei der Vergärung von Zucker freigesetzt wird, als ursprünglich, wenn es durch die Mitochondrien gejagt wird. Wieso das jetzt einen Einfluss hat auf den pH-Wert, zeige ich euch jetzt mal in Studien. Und was passiert, wenn man Alpha-Liponsäure gibt? Es wurde 0, 0,5 und 1% Alpha-Liponsäure gegeben, um den Säuregehalt im Muskel gemessen. Und zu sehen ist, dass der pH-Wert deutlich basischer wurde, denn er ist gestiegen. Dieser Effekt war sogar nach 24 Stunden später am besten zu messen. Interessant ist, dass der intramuskuläre Säuregehalt abnimmt, oder? Und jetzt sage ich, woran das liegt. Gleichzeitig wurde ebenfalls das glykolytische Potenzial gemessen, um exakt die Ursache des Phänomens durch Alpha-Liponsäure zu lokalisieren. Und was heißt das? Das glykolytische Potenzial sagt aus, wie weit der Muskel befähigt ist, Laktat, das heißt Milchsäure, zu bilden. Und hier sehen wir eine knapp 40-prozentige Reduktion des glykolytischen Potenzials. Das heißt, für den Muskel
Säure zu bilden. Genau das, was ich oben erklärt habe, ist hier in der Studie belegt. Des Weiteren wurde die AMPK, die aktivierte Proteinkinase, dessen Aufgabe ist, bei niedrigem ATP-Spiegel, das heißt ein Energiegehalt deiner Zellen, diesen wieder mit Energie zu versorgen, sowie funktionierende Energieräuber töten zu lassen. Auch diese hat einen bemerkenswerten Sprung gemacht durch die 1%-Gabe von Alpha-Liponsäure im Totalwert. Traurig, dass solche Studien für Schlachttiere durchgeführt werden, um die Fleischqualität zu verbessern. Doch könnte es wahrscheinlich auch die Menschenlebensqualität verändern. Wir haben gelernt, mehr Alpha-Liponsäure, weniger Säure im Muskel, weniger Laktat, gleich mehr Energiebereitstellung. Doch wie kann das sein? Das heißt, der Zucker muss ja tatsächlich besser verwertet werden von deinem Körper, denn aus Abbildung 3 kennen wir, ist Alpha-Liponsäure unerlässlich für den Zuckerstoffwechsel und die Weiterleitung des Zuckermetabolits Pyruvat in deinen Kraftwerken und Mitochondrien. Das heißt, es muss heißen, wenn schneller der Zucker in die Mitochondrien weitergelotst wird durch Alpha-Liponsäure, desto schneller muss auch Zucker nachrücken von oben. Also muss es einen direkten Zusammenhang bestehen zwischen dem Blutzucker und der Alpha-Liponsäure. Denn das ist das erstmals Auftreten von Glucose in deinem Körper. Ja, dann Alpha-Liponsäure zeigt in diversen Studien, dass es die Insulinsensitivität erhöht und Insulin zieht Zucker in die Zellen. Das sieht man in der Abbildung, dass eine fettreiche Ernährung zu erhöhten Blutzuckerwerten führte und dann durch Alpha-Liponsäure und Metformin. Das ist ein Arzneistoff, der bei Typ-2-Diabetes verabreicht wird und die Insulinsensitivität erhöht. Und obwohl der Arzneistoff höher dosiert war, aber nur leicht bessere Ergebnisse erzielen konnte als die Alpha-Liponsäure. Das heißt jetzt nicht, dass eine ketogene Ernährung kausal den Blutzuckerspiegel erhöht, sondern einfach nur in der Studienlage dies so gegeben war. Was haben wir gelernt? Durch eine Schädigung der Mitochondrien oder durch eine Erschöpfung der Alpha-Liponsäure-Speicher kommt es zu einem Zuckerstau bzw. Laktatbildung, das heißt Milchsäurebildung. Der Zucker kann nicht weiter metabolisiert werden in den Mitochondrien. Alpha-Liponsäure hilft, den Zucker in die Mitochondrien zu bringen und verhindert Säurebildung. Alpha-Liponsäure senkt den Blutzucker durch Insulinsensitivität. Das können Hauptgründe sein für eine Übersäuerung im Körper. Deshalb sollte man bei Erschöpfung vielleicht erstmal etwas den Körper entlasten und den Zuckerkonsum nach unten schrauben, um dem Körper wieder Zeit zu geben, diesen Zucker zu metabolisieren und ihn nicht zur Milchsäure vergären können, weil er möchte keinen Stau. Ich hoffe, das hat meine andere Sicht mal auf die Übersäuerung geworfen und lässt sich mal etwas vielleicht darüber nachdenken, ob wirklich immer nur Zucker auch wirklich so gut sein kann. Du kannst gerne mal herumexperimentieren, mal Zeiten, Phasen machen, wo du etwas weniger Zucker isst. Ich persönlich würde niemals unter 80 bis 100 Gramm Zucker am Tag gehen, denn die roten Blutkörperchen und die Gehirnzellen funktionieren nur mit Zucker. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mich unterstützen würdest auf vitasomal.de, meine liposomalen Supplements mit höherer Bioverfügbarkeit, den Kanal dabei unterstützen, gerne einen Daumen da lassen und ein Abonnent werden und dabei auf die Glocke drücken, damit du informiert wirst, wenn ich dich wieder bereichern kann mit meinem Wissen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Rufi Ganamne mit unserem Team sagt ciao.